Es ist 19:07 Uhr. Jürgen, bitteschön. Ja, liebe Vereinsmitglieder, die Aufregung ist groß. Wir haben von Anfang an gleich 10 Mitglieder und Mitgliederinnen. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße auch unseren heutigen Referenten, den Ralf Blauärmel. Und Ralf, das meine ich ganz ehrlich, ich finde es super, dass du bei dem schönen Wetter dich als Referent zur Verfügung stellst. Es ist nicht so einfach, Leute dazu zu zwingen, ich meine freiwillig einen Abendvortrag zu halten. Und für die lieben Vereinsmitglieder möchte ich sagen, dass ich den Ralf schon sehr, sehr, sehr lange kenne, 23 Jahre. Er hat nämlich die Mitgliedsnummer 25 und man kann fast sagen, du gehörst auch zum Urgestein des Vereines. Und warst eigentlich immer sehr aktiv bei allen Aktionen und hast auch immer außergewöhnliche Hobbys betrieben. Tauchen weiß ich. Ich weiß nicht, ob du auch Fliegen und so betreibst. Und unter anderem warst du auch als Autor aktiv. So, jetzt fällt mir das andere Buch auf die Schnelle nicht mehr ein. Oranienboot hast du eins bei uns gemacht. Und neulich, als ich dann dieses Heft Relikte der Geschichte durchgeblättert habe, ist mir dann ein Buchtitel aufgefallen: Bunker und Meer, militärhistorische Streifzüge durch Berlin und Brandenburg. Ralf Blauärmel. Was? Ralf Blauärmel? Das ist ja unser Vereinsmitglied, ja. Und ja, das war also für mich sehr überraschend. Aber ich weiß, dass deine Bücher qualitativ gut in die Tiefe gehen. Man findet also sehr viele Informationen. Und das Schöne ist heute brauche ich nur lauschen. Ich muss gar nicht lesen und freue mich mit den vielen anderen Vereinsmitgliedern auf deinen tollen Vortrag. Ralf, wir hören dir zu. Okay, vielen Dank, Jürgen. Ja, schönen guten Abend kann man ja schon mal sagen in die Runde. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da sind. Das ist auch immer ein bisschen komisch, weil ja, da fehlt immer irgendwie das Feedback, wenn man so in die Kamera spricht. Ralf, wir sind jetzt insgesamt 19, uns mitgezählt. Okay, aber man kann mich hören, man kann mich sehen. Also von der Regie her alles in Ordnung. Alles in Ordnung, fast 20 Teilnehmer mit uns. Viel Spaß. Okay, vielen Dank. Genau, das ist ein klein wenig anders geworden, das Buch, wie das vom Forschungsstandort zum Gelegenheitsziel zum Thema Oranienburg. Das ist so ein Rückblick, ja, seit 1997, auch mit vielen Vereinsmitgliedern, heutigen Vereinsmitgliedern, mit denen ich seinerzeit unterwegs war. Und da ist an sich immer so ein Teil entstanden, wie kann man in die Anlage rein? Das, was ich nicht aufgeschrieben habe, war mein Erlebnis mit Jürgen bei uns in der Bunkeranlage mit der Leiter und mit den Seilen. Und vielleicht ist da noch Zeit für die Anekdote zum Schluss. Aber das ist so eher so ein bisschen die Thematik. Ich würde einfach mal anfangen, weil ich häufig gefragt wurde, ja, warum, wie kann man sich dafür interessieren, warum macht man das? Also ich weiß es auch nicht. Vielleicht wäre da mal eine Psychologensitzung irgendwie sinnvoll, um das mal aufzuklären. Aber ich dachte mir, ich fange mal an mit so einem Einstandslesen und dann gucken wir ein paar Fotos. Und wenn wir die Fotos gucken zu den Anlagen, dann würde ich einfach Freiwasser zählen, dann macht das Lesen keinen Sinn. Und dann müssen wir nochmal gucken, ob wir sagen, wir machen gleich mal Fragen zu den, wenn das kurze Fragen sind, glaube ich, können wir das gleich machen. Ja, warum? Seit 1987 zieht es mich bereits in unterirdisch und verlassene Areale. Der Grund dafür ist vermutlich mein innerer Drang, das Nicht-Oberfläche, das Vergessene zu erkunden und in Form von Fotoaufnahmen auch für andere sichtbar zu machen. Zu Beginn meiner Freizeitaktivitäten waren die verlassenen Orte einfach da. Im Laufe der Zeit, musste ich aber feststellen, dass es zahlreiche Orte, die ich vor vielen Jahren erkundet habe, heute nicht mehr gibt oder dass sie zunehmend verschwinden. Durch diesen Umstand entstand gleichzeitig das dringende Bedürfnis, Vergangenes zu bewahren. Schildern mit Texten wie Achtung, Betreten und Befahren verboten, von der Liegenschaft gehen erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit aus, ja, kann ich einfach nicht widerstehen. Technisch hat sich seit der Zeit auch einiges getan. Deswegen gibt es mal, ich glaube, da werden einige, die da schon länger bei sind, ein kleines Déjà-vu haben oder ähnliche Erlebnisse.
Ich muss mal gucken, das mit in die Kamera halten. Das funktioniert, glaube ich, nicht ganz so gut. Genau, also technisch hat sich seit meiner Anfangszeit einiges getan. Bei den ersten unterirdischen Erkunden trug ich eine Maglite-Taschenlampe von mindestens 50 cm Länge, gefüllt mit 5D-Batterien. So ungefähr sah das Modell aus. Jürgen hatte, glaube ich, so eine ähnliche. Man wollte ja schließlich nicht im Dunkeln stehen. Dazu eine Spiegelreflexkamera mit Blitzlicht. Die Bilder sahen schlimm aus. Das sieht man noch in den Anfangszeiten. Der Vordergrund überbelichtet, der entfernte Hintergrund dunkel, eher schwarz. Aus dem Erfahrungsaustausch mit anderen wechsle ich dann das Blitzlicht gegen eine Halogenhandlampe und ein Fotostativ. Ja, schon besser. Allerdings war die Leuchtdauer der 20 Watt Handlampe eher bescheiden. Es folgte eine Reflektor-Halogenlampe mit einem externen 7 Stunden Ampere Akku. Ja, das ist so ein Metallgehäuse, die Lampe. Das Akkugehäuse heute leer, ansonsten mit so einem 7 Ampere-Stunden Akku gefüllt und einem Fotostativ. Ein Bekannter drehte dafür extra ein massives Metallgehäuse, extra schwer, aber stabil. Ein stabiles Mann-Fotostativ komplettierte fürs Erste die Ausstattung. Die Fotos wurden besser, die Belastung für den Rücken dagegen stärker. Jahrelang war das die Standardausrüstung. Ja, wohin und wie weit ich das Zeug insgesamt getragen habe, vermag ich nicht mehr zu sagen. Irgendwann ergänzte ich den Halogenstrahler durch einen Xenonbrenner, wie er im Fahrzeugbereich im Frontscheinwerfer verwendet wird. Der hatte die gleiche Leistung wie die Halogenleuchte, war aber deutlich heller. Eigentlich ist dieser aber wieder zu hell. Mitstreiter wurden schon mal heftig bei einem unbedachten Umdrehen geblendet. Ich erntete etliche lautstarke Äußerungen, die sich aus dem Fundus der Fäkalsprache bedienten. Xenonlampen können auch nicht aus- und gleich nochmals eingeschaltet werden. Also die sind damit auch nicht das Gelbe vom Ei. Bei den Fotokameras musste man sich vorher bei der Auswahl von Dia- und Negativfilmen auf die Empfindlichkeit festlegen. Zwischendurch einen Filmwechsel durchzuführen, war meist sehr aufwendig. Umso spannender gestaltete sich das Abholen der fertigen Fotos beim Händler, wo allerdings gleich rund 50% als Ausschuss aussortiert wurden. Erst die digitalen Spiegelreflexkameras brachten die gewünschte Flexibilität und nahmen im Gegenzug die Spannung. Das Ergebnis konnte, wenn auch ziemlich klein, sofort begutachtet werden. Analog war man sich des Wertes der Aufnahmen deutlich bewusster. Doch digital erfolgte nun die Auslösung eher inflationär. Schlechte Fotos kann man ja jederzeit wieder löschen. Das machen aber sehr zur Freude der Speichermedienhändler nur die wenigsten. Wer mal zwischendurch mit einer analogen Kamera fotografiert, wird sich bestimmt nach dem Drücken der Auslösetaste bei einem versuchten Kontrollblick auf die Kamerarückwand ertappen. Mir geht es jedenfalls um. Mit den jüngsten Entwicklungen der LED-Technik liefert eine Akkukopflampe je nach Dunkelheit und Entfernung eine angepasste Lichtstärke. Ein extra Akkupack wird nicht mehr benötigt. Heute reicht dem 21-Megapixel-Bildsensor eine kräftige LED-Fahrradleuchte für brauchbare Fotoaufnahmen in absolut dunklen Räumen. Anstelle der ungenauen topografischen Karten mit einigem Interpretationsspielraum nutzt einen jetzt das Hand-GPS-Gerät oder das Smartphone mit Kartendarstellung dank deaktivierter Selective Aviability seit dem Jahr 2000 nun fast metergenau zum Ziel. Schöne neue Welt. Ja, ich würde jetzt damit einsteigen, mal über die Anlagen rüber zu flitzen mit den Bildern. Ich habe mal geguckt vom Inhaltsverzeichnis, was steht da alles drin. Das ganze Inhaltsverzeichnis sprengt allerdings den zeitlichen Rahmen ja, des Vortrags. Deswegen habe ich mal geguckt, was ist interessant, was ist Berlin bezogen, was ist Umland bezogen, also wo kann man bei dem Wetter vielleicht einen Ausflug in die nähere Umgebung planen. Ja. Ich würde auch mal anfangen wollen mit tatsächlich den Anfängen. Wie bin ich eigentlich 97 zu den Unterwelten, also nicht zu den Unterwelten gekommen, sondern überhaupt zu dem kuriosen Hobby? Und begonnen hatte das alles mit dem Unterwelten-Seminar bei dem Kollegen Elfert. Ich glaube, das war eine Gewerkschaftsveranstaltung mit einem Bildungsurlaub. Da hatte man eine Woche Bildungsurlaub, tingelte dann durch Berlin, guckte sich verschiedene unterirdische Sachen an, recherchierte in Unterlagen. Ja, mein Kollege und ich haben daran teilgenommen und damals, also ich war auch noch nicht im Verein, Unterwelten war noch ein völlig anderer Begriff, war überhaupt noch nicht zu hören oder bei uns präsent gewesen. Und ja, angespitzt durch diese eine Woche
Recherche für untergründige Aktivitäten haben wir dann tatsächlich einen ersten eigenen Einstieg in die Dresdner Straße geplant. Dresdner Straße ist ein alter U-Bahn-Tunnel, den man seinerzeit in, wo man seinerzeit einen Luftschutzbunker eingebaut hat. Wir sind da also irgendwann hingefahren, haben uns mal umgeguckt, haben auch den Einstieg gut gefunden. Ein rechteckiger Betondeckel. Mein Arbeitskollege, handwerklich deutlich geschickter wie ich, hat die Maße von dem Deckel genommen und in Heimarbeit dann einen Holzdeckel gesägt. Und diesen Holzdeckel haben wir mit dem Holzdeckel, Gummischuhen und in so einem Overall sind wir dann zur Dresdner Straße, haben das Auto ein paar Meter daneben abgestellt, sind dann zu diesem Betondeckel. Ja, und das erste Mal ist schon sehr ungewohnt. Also mitten auf der Straße so einen Deckel aufzumachen und in so einen vermeintlichen Bunker rein, war für mich schon was Besonderes. Wir haben jedenfalls diesen Deckel hochgewuchtet, den ins Gebüsch getan, damit uns den keiner auf den Einstieg legt, sind da rein, haben den Holzdeckel über uns wieder verschlossen, damit da keiner reinfällt von der Straße und standen dann erstmal in absoluter Dunkelheit. Die Brille beschlägt, das ist feucht unten, am Anfang glitzerten noch so die Sonnenstrahlen auf den Kondenstropfen, auf den Leitern. Ja, bis dann der Deckel zu war, dann war duster, dann hörte man ein bisschen platscherndes Wasser, tropfendes Wasser, das Halte, eine ganz komische Atmosphäre. Dann irgendwann waren die Brillen frei vom Beschlag und dann hat man in so einer alten Kopflampe mit so einer tatsächlich Glühlampe, LEDs gab es damals noch nicht, immer so einen kleinen Lichtkegel gesehen, wo sich dann der Bunkerinnenraum sozusagen erschloss, wo man sich so langsam vortastete. Ja, am Eingang muss man aufpassen, da gibt es eine kleine Vertiefung, da steht das Wasser. Gucken, ob ich das hier hinkriege mit dem Laserpointer. Ja, hier oben sieht man so eine Wassermarke. Hätte das Wasser so hoch gestanden, dann hätten wir da überhaupt keine Chance gehabt. Also jedenfalls am Eingang war das Wasser so hoch, dass man da gerade mit Balancieren auf irgendwelchen Gegenständen tatsächlich rein konnte. Wir waren schon mal drin und wollten also unbedingt weiter. Ja, und hier sieht man jetzt mal so die Ansicht dieses Bunkers, des Eingangsbereichs, noch mit den alten Wandbeschriftungen. Ja, ich glaube, der Jürgen hat jetzt ein Déjà-vu, der kennt den, mein Arbeitskollege. Und der spielt gerade an so einem Überdruckventil drum. Und das Faszinierende war, das Ding war absolut leichtgängig. Also erst der Versuch mit der Hand und dann Gegenpusten und selbst Gegenpusten. Beim Gegenpusten bewegte sich dieses Ventil quasi wie gerade eingebaut. Nur die Schrauben sind halt verrostet. Ja, der Eingangsbereich. Total faszinierend fand ich, dass da tatsächlich Wandbeschriftungen dran waren, einfach weil das Ding jahrzehntelang also erstmal so verschlossen war, ohne direkten Zugriff. Da gab es kein Feuer drin, da haben keine Leute irgendwas reingeschmissen, das wurde nicht vermüllt. Ja, und dann im Licht dieser funzligen Kopflampe erschloss sich dann halt diese Raumstruktur. Am Anfang hat man auch gesehen, der Bereich vorne war sehr knallehell und dahinter wurde es schon dunkel. Das ist so eine typische Blitzlichtfotografie vom Fotoapparat. Da sieht man auch hier hinten, der Bereich ist eigentlich schwarz und da fehlt jegliche Ausleuchtung. Ja, mein Kollege wankt da durch das Wasser. Am Anfang konnte man noch die Fliesenstruktur sehen, aber nachdem man einmal durch ist, war da nichts mehr zu sehen. Da hat man genug Sand aufgewirbelt. Der Deckel von unten, hier sieht man diesen grauen Deckel, mit dem wir den Eingang verschlossen haben. Dresdner Straße ist heute leider nicht mehr zugänglich. Doch, ich glaube ja, über den Berliner Unterwelten, da ist ein extra Deckel drauf und in den Seminaren geht der Jürgen, glaube ich, da noch rein. Das geht noch. Der zweite Einstieg, auch das Achsenkreuz, müsste an sich hinlänglich bekannt sein von vielen Begehungen des Vereins. Für mich war das Achsenkreuz der zweite Einstieg, wo man eigentlich sagen könnte, das ist schon deutlich routinierter. Wir wollten in den Straßentunnel rein. Also hier ist der eine Straßentunnel, der andere Straßentunnel und der Bahntunnel. Wir waren in alle drei drin und der erste Tunnel, den wir uns ausgesucht haben, war tatsächlich hier dieser Straßentunnel. Und wer die Einstiege kennt, die liegen im Tiergarten. Hier nebenan geht so ein großer Weg vorbei, ein Spaziergängerweg und dann hat man hier so ein bisschen Gebüsch und idealerweise der Einstieg liegt hier hinten genau in dieser Ecke drin. Für uns erstmal eine völlig entspannte Situation, wo wir dachten, Mensch, ist gar kein Problem, mitten im Gebüsch, da sieht dich keiner. Wir sind da rein, übliche Ausrüstung, haben diesen runden Betondeckel. Benno hat inzwischen den Deckel rund umgesägt.
den runden Betondeckel also hochgenommen, haben den ins Gebüsch gezerrt. Jedenfalls, wir standen dann da und haben dann irgendwie überlegt, was machen wir mit dem? Und mit der weiteren Erzählung, dass sich da irgendwie ein unterirdischer Tunnel befindet, wurde der halt immer neugieriger. Dann haben wir uns kurz angeguckt und haben gedacht, naja, dann fragte der auch noch, naja, ist ja interessant, das kann ich mir das auch mal angucken. Und wir überlegt, okay, die Option ist, wenn wir den jetzt wegschicken, dann rennt er zu seinem Kollegen und dann verteilt sich das. Das wollten wir jetzt auch nicht. Und haben gedacht, na okay, ein bisschen hin und her, haben sie Sicherheitsschuhe an, ja, ja. Und dann ist der mit uns da runter. Dann sind wir zu dritt in diesem Tunnel. Was urkomisch war, dass wir die ganze Zeit quasi wie, ich glaube, so ein bedeppertes Ingenieurbüro angefangen haben, irgendwelche Risse zu kommentieren. Das glitt dann schon irgendwie ins Groteste ab. Man muss da aufpassen, dass man nicht laut irgendwie vor sich hin lacht. Ich hatte eine Videokamera dabei, Super 8 noch mit so einem Magnetband, auch mit so einer LED, mit so einer Halogenleuchte, viel zu dunkel für einen Tunnel. Was ich aber im Nachhinein beim Abspielen festgestellt habe, das war ein einmaliges Tondokument. Also ich habe dieses ganze dusselige Gesabbel aufgenommen, wie wir diese Betonreste, diese Betonstruktur kritisiert und begutachtet haben. Das ist mal so ein Blick in einen Straßentunnel. Ja, auch da steht Wasser drin, also da sind auch Gummistiefel angeraten. Wir sind dann noch in den zweiten Straßentunnel. Da kommt man, das ist so ein Einstieg am Weg. Da kann man ganz gut ran. Irgendwann war uns das auch egal, nachdem wir die Gärtner nochmal hinter uns hatten, drei Tage später sind wir da rein. Das interessierte keinen, der da vorbeigelaufen ist. Ja, und dann gab es noch den Anspruch, in den Bahntunnel reinzugelangen. Wer da den Zugang kennt, weiß, der ist nicht ganz so leicht zu finden. Ich weiß nicht, wir haben da kubikmeterweise Laub hin und her geschaufelt oben. Das ist eine große Laubfläche, bis wir tatsächlich diesen Deckel gefunden haben. Wir wollten schon aufgeben. Das ist so wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen und gucken dann rein und gucken tatsächlich in einen tiefen Schacht. Und das geht da 11, 12 Meter runter. Und ja, irgendwann sind wir dann vorbereitet mit so Klettergurten rein, damit man dann Pause machen kann, Deckel wieder oben zu, damit da keiner reinfällt, und sind dann in diesen Bahntunnel eingestiegen. Das waren so die, und hier sieht man auch diesen typischen Effekt durch das Blitzlicht, vorne alles hell und hinten ist dann stockdunkel. So, das waren so die Einstiegsszenarien in dieses untergründige Hobby. Vor einiger Zeit sagte mir Jürgen, es gab in der Anlage Siemensdamm eine virtuelle Begehung. Ich habe auch nur ein paar Fotos, nur den Eingangsbereich und nochmal die Schleuse, sondern ich habe im Buch eine Fiktion drin, die würde ich gerne mal vorlesen. Alle Teilnehmenden sind tatsächlich frei erfunden. Eventuelle Zufälligkeiten oder Ähnlichkeiten sind tatsächlich frei erfunden und nicht beabsichtigt. Das ist wirklich eine Fiktion. Was allerdings so ein bisschen passt, ist, da gibt es so ein paar Hinweise, weiß ich nicht, Skandal im Sperrbezirk. Also dieses Lied war tatsächlich 1982 in den Charts ganz oben. Und das ist einfach begründet, dass ich eine Weile im Katastrophenschutz aktiv war, habe da also so ein bisschen aus Katastrophenschutzzeiten das so ein bisschen geschrieben. Und ja, genau, und ich würde das einfach mal vorlesen. Ach so, und im Kernkraftwerk Rheinsberg war ich, glaube ich, auch vor 5, 8 Jahren mal zu einer Besichtigung. Und aus dieser Kombination heraus habe ich mal gedacht, okay, mach mal so eine fiktive Geschichte zum Thema Zivilschutzanlagen. Juni 1982. Das Radio läuft und der Wettermann verkündet für diesen warmen und bewölkten Tag Regenschauer und spielt den aktuellen Hit ein. Laut, fast schon übersteuert, klingen die Töne von Skandal im Sperrbezirk nun aus dem Lautsprecher. Hier im Bad in der kleinen Wohnung im Berliner Bezirk Wedding ist die Musik noch gut zu verstehen. Mike wischt fast im schnellen Musiktakt noch flott den Spiegel ab und damit ist für ihn die lästige Badreinigung erledigt. Susanne, seine Freundin, beseitigt inzwischen im Wohnzimmer die Partyreste des Vortags. Die laute Neue Deutsche Welle verstummt plötzlich mitten im Song. »Warum hast du das Radio ausgemacht?«, ruft Mike aus dem Bad. Bevor Susanne antworten kann, dringt die Stimme eines Sprechers aus dem kleinen Radioempfänger. »Achtung, Achtung! Wir unterbrechen für eine Mitteilung des Katastrophenschutzes. Im DDR-Kernkraftwerk nahe Rheinsberg, 80 Kilometer nördlich von Berlin, ist es zu einem schweren Störfall gekommen. Es wurde vorübergehend eine erhebliche Menge Radioaktivität freigesetzt und wird innerhalb kurzer Zeit bei der zu erwartenden Wetterlage in Richtung des Großraums Berlin geweht.
Die Bevölkerung wird umgehend aufgefordert, die nächsten Zivilschutzeinrichtungen aufzusuchen. Türen und Fenster sind geschlossen zu halten. Kraftfahrer werden gebeten, ältere, gehbehinderte und hilfsbedürftige Personen zu unterstützen. So verkündet der Sprecher in seinem emotionslosen Ansagerton. Es folgt ein weiterer Hinweis. Die Polizei und die Feuerwehr bitten darum, Telefonleitungen für Notfälle freizuhalten. Die Telefonnetze sind derzeit überlastet. Auf den Straßen kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Nutzen Sie alternative Transportmöglichkeiten. Kaum ist die Ansage beendet, da beginnt sie auch schon wieder von vorn. Jetzt, wo die Musik nicht mehr läuft, ist auch das entfernte Heulen der Sirenen zu hören. Mike erinnert sich an einen Informationsstand auf dem letzten Straßenfest, wo die Gesellschaft für Zivilschutz Informationsmaterial verteilt hat. Ein Feuerzeug, ein Kugelschreiber und ein Infozettel hat er damals erbeuten können. Auf dem bunten Infozettel stand etwas über die Sirenensignale und über Schutzräume in West-Berlin. Beide stehen wie erstarrt im Wohnzimmer und überlegen, was sie tun sollen. Wo ist der Zettel? Herrscht Mike sie plötzlich nervös an und beginnt einen Stapel Zeitschriften zu durchsuchen. Welcher Zettel, fragt ihn Susanne. Zerknittert und an den Kanten eingerissen, liegt er am Boden eines Haufens aus dem nun hastig daneben geworfenen Zeitungen. Susanne fängt damit an, rasch einige Sachen in ihren Rucksack zu stopfen. Wohin müssen wir eigentlich laufen? Fragt sie besorgt. Moment, der nächste Schutzraum ist in der Punkstraße. Das sind rund 3 Kilometer Fußweg, antwortet er. Beide rennen die Treppen hinunter und hinaus auf die Straße. Was sich hier auf der Amrumer Straße abspielt, ist unglaublich. Die Fahrbahn steht voll mit hupenden Fahrzeugen. Einige Autos sind aufeinander gefahren. Ein Fahrer hat offensichtlich dem Unfallhindernis ausweichen wollen und bei dem Manöver den Mast umgelegt. Die Kreuzung ist nicht mehr passierbar. Zwischen dem Hupen der blockierten Kraftfahrzeuge mischt sich die Lautsprecherdurchsage eines Polizeifahrzeugs. Achtung, Achtung, die Bevölkerung wird zum Schutz ihrer Gesundheit aufgefordert, sich sofort in geschlossene Räume zu begeben und alle Türen und Fenster zu schließen. Schalten Sie Klima- und Lüftungsanlagen aus. Essen Sie vorerst nur im Haus aufbewahrte Konserven und Lebensmittel aus sonstigen staubdichten Verpackungen. Schalten Sie Ihre Rundfunk- und Fernsehgeräte ein. Viele Menschen versuchten wohl in Panik, mit dem Fahrzeug aus der Stadt zu fliehen. Hier geht nichts mehr. Die Fahrbahnen sind verstopft. Auch aus den U-Bahn-Eingängen kommen die ersten Leute wieder auf die Straße hoch. Nachdem etliche Personen ins Gleis gelaufen sind, hat die U-Bahn ihren Fahrbetrieb einstellen müssen. Susanne und Mike sind gezwungen zu laufen. Eilig, streckenweise im Laufschritt. Halt, halt, nicht so schnell, ruft Mike. Als untrainierter Läufer machen sich bei ihm nun schmerzhafte Seitenstiche bemerkbar. Nach rund 40 Minuten hastigen Gehens ist der U-Bahnhof Punkstraße nur noch wenige hundert Meter entfernt. Irritiert schaut Susanne zum grauen Himmel hinauf. Hat sie gerade einen Regentropfen abbekommen? Der Blick auf die Steinplatten des Gehsteigs bestätigt ihre Vermutung. 1, 2, 3 dunkle Punkte zeichnen sich auf den Gehwegplatten des Bürgersteigs ab. Und es werden immer mehr. Erst zaghaft, doch zunehmend stärker beginnt es zu regnen. Die letzten Meter rennen beide zum U-Bahn-Eingang. Vor dem Eingang hat sich bereits eine Menschenmenge angesammelt. Die Treppen zum U-Bahnhof sind voll und selbst davor stehen viele Leute. Meinst du, da drüben sind wir schneller? Fragt Susanne. Mike schaut zum zweiten Eingang hinüber. Auch dort sieht es nicht besser aus. Nee, wir bleiben hier, lautet seine Antwort. Nach ihnen kommen zunehmend mehr Menschen an und wollen in den Schutzraum hinein. Unendlich langsam quetscht sich die Gruppe die Treppen hinunter. Der Druck von den hinten stehenden und drängenden Leuten wird immer größer. Viele versuchen, vor dem Regen Schutz zu suchen und schnell in den U-Bahn-Eingang zu gelangen. Es wird stetig unangenehmer, fast schon beängstigend, in der Menge eingekeilt, langsam vorwärts geschoben zu werden. Susanne steht kurz vor einer Panikattacke. Mike, ich kann nicht mehr, ich kriege keine Luft mehr. Von hinten drücken immer mehr Menschen nach. Etwas weiter vorne sieht Susanne, wie eine Frau mit einem neonfarbenen grünen Halstuch offensichtlich stolpert und in der Menge versinkt. Die Frau wird sie nicht wiedersehen. Mittlerweile sind beide völlig durchnässt, bis sie den überdachten Bereich erreichen. Dauernd schiebt einen die Masse über Gegenstände, vielleicht auch Personen, die am Boden liegen. Nach unten schauen ist bei der Enge nicht möglich. Mike kennt den U-Bahnhof Punkstraße. Erst vor einigen Wochen ist er hier ausgestiegen, um zur Wollangstraße zu gelangen. Nun ist der Zugang zum Bahnhof durch eine graue Betonwand verschlossen. Die Menschen drängen sich durch einen kleinen seitlichen Türdurchgang. So etwa um die 40 Leute schätzt er, passen hinein. Nach rund 20 Minuten kommen sie auch in den Eingang. Es summt sehr laut, als sich die dunkelgraue Metalltür von innen langsam öffnet. Dahinter befindet sich ein zweiter Durchgang mit einer großen, schweren Tür. Der Schleuseneingang. Dahinter erwarten sie eine Gestalt in einem gelben Schutzanzug.
Das Gesicht ist hinter einer Atemschutzmaske verborgen. Hektisch winkt er die Leute herein. Ein Geigerzähler knattert in seiner Hand, während er eine Metallsonde an den nassen Stützsuchenden auf und ab bewegt. Mike hört, wie sich die große Blechtür mit dem markanten Summen schließt. Jetzt wird auch die Schleusentür mit einem lauten Geräusch verriegelt und der Lärm von außen verstummt. An der Seite stehen Kunststoffsäcke. Teilweise sind sie schon mit Kleidung gefüllt. Los, schnell alles ausziehen, nuschelt der Mann fast unverständlich durch seinen Atemschutzfilter hindurch. Die Gruppe braucht einen Moment, um zu realisieren, was von ihnen erwartet wird. Die Sachen kommen hier in die Säcke, los, los, und dann sofort mit Seife duschen. Der Regen. Schlagartig wird Susanne bewusst, dass der Niederschlag schon radioaktive Partikel aus der Atmosphäre auf die Stadt und die Menschen verteilt hat. Jetzt kann sie ihre Sachen nicht schnell genug vom Körper bekommen. Mike, zieh dich aus, ruft sie in seine Richtung. Die untersten Knöpfe fetzen von ihrer Jacke, weil das Aufknöpfen zu lange dauert. T-Shirt, Shorts und die Unterwäsche fliegen in die Säcke an der Wand. Nackt steht sie als Erste unter der einzigen Dusche in der Ecke und schrubbt sich die Haut mit Kernseife ab. Schnell spricht sich herum, weshalb die Kleidung abzulegen ist. Wildfremde Menschen drängen sich jetzt entblößt zusammen unter den Duschstrahl, um möglichst schnell fertig zu werden. Längst kommt nur noch kaltes Wasser aus dem Boiler. Die Heizung schafft es in der kurzen Zeit nicht mehr, den Inhalt aufzuheizen. Trotzdem dauert es ewig, bis alle ausgezogen und geduscht sind. Nun öffnet sich die zweite Tür. Dahinter steht ein Helfer vom technischen Hilfswerk und verteilt hastig blau-gelbe Trainingsanzüge in drei Standardgrößen an die Schutzsuchenden. Zum Anziehen bleibt in der Schleuse keine Zeit. Nackt läuft die Gruppe in den Gang und mischt sich mit der Schar aus der zweiten Schleuse, die sich gerade im Mittelgang anzieht. Mike blickt sich um. Sie befinden sich nun im Bunker, dort, wo die Fahrkartenautomaten stehen und sich der kleine Laden befindet. Hier sind die schweren Betontüren von innen zu sehen, die jetzt den eigentlichen Eingang zum Bahnhof luftdicht abriegeln. Insassen tragen aus einem Nebenraum Metallstangen und Planen zwischen den Massen einströmender Neuankömmlinge hindurch. Es handelt sich um das gleiche Material, mit dem häufig die Ladeflächen von Lastkraftwagen verkleidet sind. Ein Schutzsuchender versucht, unbeholfen eine kleine Gruppe anzuleiten, welche die Metallplanenkombination zu den 4-Etagen-Betten aufstellen soll. Das THW ist völlig überfordert. Nicht alle eingeplanten Helfer sind erschienen. Wie denn auch in der Kürze der Zeit? Vielleicht sind sie durch die Verkehrslage aufgehalten worden, vielleicht werden sie woanders dringender gebraucht. Vielleicht kümmern sie sich auch einfach um ihre eigenen Familien. Die Menschen im Schutzbauwerk sind jedenfalls weitgehend auf sich gestellt. Zwei hoffnungslos überforderte Allgemeinmediziner aus angrenzenden Praxen behandeln im Rettungsraum verwundete Personen. Schreie und Stöhnen dringen aus dem schmalen Flur hinter den Hauptschleusen hinaus. Viele Verletzungen sind durch Verkehrsunfälle oder beim Drängeln in den Bunker verursacht worden und können nur notdürftig versorgt werden. Susanne und Mike haben mittlerweile Trainingsanzüge angezogen und laufen die Treppen zum U-Bahnsteig hinunter. Von hier oben aus ergibt sich ein erster Überblick über die chaotische Lage. Nicht die geschäftig gelenkten Betriebsamkeit beim Bettenaufbau bestimmt das Bild, sondern das Durcheinander von Menschen, die in Grüppchen auf dem Betonboden ruhen. Es riecht leicht säuerlich. Mike ist sichtlich betroffen. Das habe ich so nicht erwartet, lautet sein fassungsloser Kommentar. Auf jeder Seite steht ein gelber U-Bahn-Wagen. Die Waggons selber sind dunkel, da der Strom im Gleisbereich längst abgeschaltet worden ist. Zahlreiche Schutzsuchende sitzen und stehen in den unbeleuchteten Wagen. Da hinten ist noch Platz, weist Susanne Mike auf eine freie Fläche am Ende des Bahnhofs hin. Die Luft wird zunehmend schlechter. Sie wird zunehmend stickiger, wärmer, säuerlicher und feuchter. Das sind die Ausdünstungen von vielen Menschen auf engem Raum. Mike kämpft einen ersten Würgereiz hinunter. Beide sitzen nun an einen Pfeiler gelehnt in Blickrichtung zu den Treppen. Immer mehr Leute strömen hinab und blicken sich suchend nach einem Platz um. Ein kleiner Junge weint nebenan. Er ist beim Einschleusen fast erdrückt worden und presst den verletzten Arm vor seine Brust. Nach einigen Stunden ist die Anlage voll, eigentlich schon längst überfüllt. Das Schleusenperl hat sich dem moralischen Druck gebeugt und viele hundert Schutzsuche mehr aufgenommen als vorgesehen. Es wird noch eine ganze Zeit dauern, bis der Aufenthalt in der Mehrzweckanlage halbwegs organisiert ist. Gewalttätige Auseinandersetzungen gehören von Anfang an dazu. Fast stündlich kommt es irgendwo zu einer Rangelei, beim Essen, beim Wasserholen, bei den Toiletten oder einfach den schmalen Gängen zwischen den Betten. Die hygienischen Verhältnisse werden von Tag zu Tag schlimmer, je länger so viele Menschen hier verweilen. Inzwischen ist es fast egal, ja, wenn noch ein Fleck auf den Fußboden hinzukommt. Den Sportanzug trägt Susanne jetzt ununterbrochen seit 5 Tagen. Er riecht alles andere als frisch. Verschüttete Lebensmittel, Erbrochenes und Urin können nur behelfsmäßig gereinigt werden und lassen ihre Spuren auf den schwarzen Betonboden. Er klebt nun nahezu in der gesamten Anlage. An den Vibrationen und das ständige Brummen der Lüftungsanlage hat man sich inzwischen gewöhnt.
Gelegentlich wird das gleichmäßige Geräusch von dem Notstromaggregat unterbrochen, wenn der Strom kurzzeitig ausfällt und der Dieselmotor startet. Zwischendurch gibt es eine Lautsprecherdurchsage mit halbwegs aktuellen Informationen von außen. Im Raum des Bunkerwartes gibt es ein Radio, ein BOS 4-Meter-Funkgerät vom Typ Bosch sowie ein Telefon. Im Telefon ist seit dem ersten Tag nur ein Besetzzeichen zu hören. Die Telefonleitungen sind defekt oder überlastet. Rotkreuz 83315 von Florian Berlin kommen, schallt die Anfrage kaum verständlich aus dem kleinen Lautsprecher des Funkgeräts. Alle Funkkanäle liefern ähnlich hektische, teils unverständliche Funksprüche. Rettungswagen, Löschfahrzeuge und Gerätewagen werden zu den Einsätzen disponiert oder geben Meldungen an ihre Führungsstellen ein. Weiter. Zwischen der bereits schlechten Luft wird nun immer öfter der säuerliche Geruch von Erbrochenen durch den Bahnhof. Zwei Insassen schleppen einen großen Plastiksack an Susanne und Mikes kleinem Planenabteil vorbei in den Gleisbereich. Susanne schaut ihnen fragend hinterher. Da ist einer gestorben und den bringen sie durch die Schleuse raus in den Tunnel, kommentiert Mike ihren neugierigen Blick. Susanne schaudert. Gerade eben erst haben sie zwei Säcke vorbeigetragen, ohne dass sie sich darüber Gedanken gemacht hat. Habe ich die Seite verloren? Da also. Mittlerweile fallen einem in dieser Umgebung die kleinsten Veränderungen auf. Die ersten Leute beginnen in Richtung Treppen zu laufen und steigen die Treppen hoch. Schnell, noch bevor der offiziellen Lautsprecherdurchsage, verbreitet sich die Nachricht, dass den Schutzsuchenden gestattet wird, den Bunker bald verlassen zu dürfen. Es dauert allerdings noch 4 Stunden, bis schließlich auch Susanne und Mike an der Reihe sind und die Treppenstufen zur Oberfläche hochlaufen können. Tief atmen beide die frische Luft auf der Straße ein und schließen für einen Moment geblendet die Augen. Ob es möglich sei, in der Stadt zu bleiben, wissen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Zelte eines Behandlungsplatzes stehen auf den Gehwegen. Katastrophenschutzhelfer nehmen die Bunkerinsassen für eine Erstversorgung und Registrierung in Empfang. Genau, das könnte eine Fiktion sein, die sich in so einer Mehrzweckanlage, ja, auch gerade zur Zeit des Kalten Krieges hätte abspielen können. Ich habe versucht, das einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, tatsächlich aus so einem Katastrophenschutz-Blickwinkel, und das ist die Geschichte, die daraus entstanden ist. Ich würde jetzt weitermachen mit den Folien. Gibt es irgendwelche Fragen so aus Richtung der Teilnehmer? Sind alle da? Sind schon alle weg? Das ist so komisch, wenn da irgendwie keiner... Ich mache jetzt einfach weiter. So. Ja, Ralf, mach ruhig weiter. Ich habe mal im Chat gefragt, ob jemand Fragen oder Anmerkungen hat. Wer den Chat noch nicht angeschaltet hat, da gibt es unten in der Leiste von Zoom die Funktion Chat. Da könnt ihr mitlesen und schreiben. Bisher gibt es keine Fragen. Okay, ich sehe oben den Chat, aber kann ich wieder zumachen. Ich kann da sonst nicht rein, dann kann ich schlecht reingucken in der Präsentation. Deswegen kriege ich das nicht mit. Ich behalte das im Auge für dich. Reichsverkehrsministerium ist so eine Stelle, da würde ich ganz schnell drüber durchweggehen. Jürgen kennt Reichsverkehrsministerium. Ich bin seinerzeit mal mit dem André dort reingeklettert. Man konnte dort durch den Kellereingang einsteigen, vorher über eine Mauer. Nebenan war der Tresor, falls ihn noch jemand kennt, am Leipziger Platz. Und da konnte man hinten mal so über die Mauer und dann kam man auf das Grundstück. An der Fassade waren noch die Einschusslöcher aus den letzten Kriegstagen zu sehen. Und der Kellereingang, der war so offen, dass man da reinkam. Die ganzen Gebäude waren so verschlossen. Ich weiß nicht, ob die Welt ihr bestimmt kennen, diese komischen Blechplatten, die an den Seiten angekantet sind, mit so Schlossschrauben, die man von außen nicht abkriegt, die man nur tatsächlich von innen abschrauben kann und wo so kleine Löcher drin sind, dass ein bisschen minimalistisches Licht reinkommt. Wer da schon mal drin war im Reichsverkehrsministerium und durch den Keller da in dieses Gebäude rein ist, also der Kollege Knorn, vielleicht kennt ihr noch den einen oder anderen, wir sind da zusammen rein. Und was ich so kurios fand, das war auch so ein bisschen wie so eine Endzeitstimmung in diesem Gebäude. Das war stand schon eine Weile leer. Diese Architektur des Gebäudes erschloss sich uns nicht so richtig. Also hier sieht man so ein paar Wendeltreppen neben den normalen Treppenhäusern. Das führt aber dann nur eine halbe Etage hoch. Danach hört das Treppenhaus auf. Also im Endeffekt war, wir haben uns gnadenlos in diesem Reichsverkehrsministerium verlaufen, von Keller bis oben zum Dachgeschoss. Und
Ja, an dem Diesel, das Dieselaggregat unten beim Eingang, das hat man im Bunker noch gefunden. Das roch auch irgendwie nach so Diesel-Öl-Gemisch. Das war eine Orientierungsquelle. Wir sind da ja, frühen Nachmittag rein, sage ich mal, und sind dann spät abends raus. Und was einem nicht so bewusst wird, ja, auf einmal war so die Orientierung weg. Ne? Draußen wurde es dunkler, die Gebäude wurden dunkler und dann wusste man noch nicht mehr in welchem Straßenzug. Ich glaube, wir sind in dem Reichsverkehrsministerium 1,5 Stunden rumgeirrt, immer die Gänge hoch und runter, bis wir tatsächlich irgendwann diesen Kellereingang wieder gefunden haben und konnten dann durch diesen Kellereingang raus. Das ist ein Part, den gibt es heute nicht mehr. Der Kellereingang an sich, das war auch so ein Tonnengewölbe, kann man sagen, wo man als erstes durch musste. Wir hatten dann schon Sorge, dass wir da einen Verblichenen entdeckten, vielleicht einen Obdachlosen. Das stank am Eingang so penetrant. Letztendlich lag hinten in einem Kellerraum so ein veränderter Fuchs. Wir sind dann immer weiter geschlichen, haben ganz vorsichtig in jeden Raum reingeleuchtet, weil wir dachten, hoffentlich findest du hier keinen. Haben wir nicht. Also zumindest war das halt nachher nur ein Fuchs. Das gibt es auch nicht mehr. Das Reichsverkehr, Quatsch, der Betriebshof Wedding in der Müllerstraße, glaube ich, das war so ein Highlight. Da hat mir ein BVGer mal von erzählt. Und ich hatte dann die Möglichkeit, da mal reinzukommen. Und ich glaube, eine Tür ist jetzt irgendwie im Unterwelten. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da gab es irgendwie einen Transfer. Ich finde immer so Wandbeschriftungen super spannend. Und dadurch, dass das so in der Nähe vom Wedding ist, oder überhaupt Wedding, dachte ich, nehme ich das einfach mal mit auf, diesen Busbetriebshof Wedding. Das ist ein großes Areal, ringsherum bebaut mit Wohnungen. Und diese Wohnungen standen früher exklusiv den BVG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Wohnräume zur Verfügung. Mittlerweile, ich glaube, die sind von der BVG verkauft worden, die Wohnungen. Da wohnen jetzt alle möglichen Leute drin, also nicht ausschließlich mehr BVG-Leute. Und in der Mitte dieses Betriebshofs, das war früher ein Straßenbahnbetriebshof, bis man sich entschieden hat, die Straßenbahn in Berlin-West rückzubauen und das mit Bussen und U-Bahn verkehrstechnisch zu erledigen. Dann hat man ihn umgebaut, hat also um die Straßenbahn-Revisionsgruben weitgehend zugeschüttet und hat halt sozusagen LKW-Busbetriebshof draus gemacht. Und diese Umrandung dieses großen Areals, dieser Werkhalle, der ist verbunkert. Und da haben tatsächlich die Bewohner, die BVG-Angestellten aus den umliegenden Häusern dort unten Schutz gesucht. Da gibt es noch ein paar Wandbeschriftungen. Das fand ich besonders schön. Also so eine Luftschutztür, Nachtheim für Kinder. Da sieht man, glaube ich, auch nicht allzu oft an den Luftschutztüren. Ich weiß nicht, ich glaube, die hat sogar der Unterwelten inzwischen. Viele Räume sind als Archive genutzt worden. Die BVG musste die halt umbauen. Das hat man im vorhergehenden Bild gesehen. Also hier ist so eine neue Elektroverteilung drangekommen. An verschiedenen Bereichen sind hier Brandschutztüren eingebaut worden, ja, als Auflage, um die Räume weiter nutzen zu können. In dem ehemaligen Klo, da hat man gerade noch hinten die Fliesen gesehen. Da sind Regale vorgestellt, Klos waren raus. Ein paar Highlights gibt es noch. Tatsächlich hier so ein kleines Emaille-Schild. Und was ich auch entdeckt habe, ich sagte ja eingangs, das ist die Lüftungsanlage. Die steht tatsächlich noch da. Wahrscheinlich war das denen zu viel, das Ding rauszuräumen, um eine Akten einzulagern. Das ist sozusagen noch da gewesen. Und die erkennt man, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, Auerwerke, Oranienburg. Ja, da war wieder mein Link dazu, Oranienburg. Also auch hier unten auf dem Ventil zu sehen, Werk Oranienburg. Also dieses UMG 24 wurde in Oranienburg bei den Auerwerken produziert. Ja, ist noch so ein Highlight, glaube ich, im Wedding, was relativ versteckt ist und leider kommt man da halt auch nicht so ran. Ich weiß nicht, ob der Unterwelten da mal irgendwie eine Führung organisieren kann durch die Räume. Aber ich glaube, so viele Leute lassen die da ungern rein, weil das ist echt Archivbereich. Ne? Der ist auch mehr oder weniger offen. Von uns sozusagen wirklich um die Ecke, Polizeidirektion 1 in der Bankstraße, neben dem großen Möbelhaus, ich glaube, das kennt jeder, da ist, glaube ich, jeder schon mal dran vorbeigefahren. Die haben auf ihrem Hof eine Grünanlage und unter dieser Grünanlage gibt es eine alte Luftschutzanlage. War früher nicht unüblich, dass halt, also diese Polizeiredaktion, die gibt es schon seit Ewigkeiten, also auch so seit der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder davor. Das heißt,
So eine Einrichtung hat man immer auferlegt, die ihre Betriebsamkeit, ihre, ja, ihren Betrieb sozusagen sicherzustellen und hat dann entsprechend auch Luftschutzeinrichtungen und Luftschutzbunker, wenn möglich, war auf dem Gelände errichtet. Da war eine ganze Weile keiner drin. Da steht auch Wasser drin. Das erste Mal war ich mit dem André drin und das zweite Mal tatsächlich mit offizieller Genehmigung der BIM, Bundesimmobilienverwaltung, Berliner, nee, Bundesimmobilienverwaltung gehört das. Ja, da sind wir da rein. Ich habe vorher mal geguckt, da steht tatsächlich Wasser drin, mehr wie 50 Zentimeter, also das ist so bis zum Bauch. Faszinierend fanden, also wir sind mit dem Auto auf den Hof gefahren vor diesem Bunkereingang und ich habe so ein Badeboot bei gehabt, also so ein Kinderbadeboot, völlig bunt. Habe das erstmal oben aufgepustet. Wir haben uns so eine Warthosen angezogen. Ja, Helm, Taschenlampen mit dem Badeboot, Stativen. Das Badeboot diente einfach dazu, um seine Kamera mal irgendwie ablegen zu können, weil das geht da nicht. Unten der Boden ist voll mit Schutt. Da bestand permanent das Risiko, wenn du da stolperst, dann patschst du mit dem ganzen Kamerazeug und deiner Watthose in das 7 Grad kalte Wasser, läuft ja die ganze Hose voll. Ja, und was man noch gefunden hat, tatsächlich unter Wasser ein alter Teller. Das, glaube ich, sollte jedem aus der Tour 1 bekannt sein. Hier wäre der Torf jetzt ein bisschen nass, aber das ist so ein altes Torfklo. Ja, hinten noch so ein paar faulende Holzabtrennungen. Das, glaube ich, kann man noch ganz gut erkennen. Auf dem Tisch liegt noch so der Rest einer Gasmaske. Also das Gummizeug ist nur erhalten und das Aluminium, das hat sich hier komplett zersetzt, der Filter und der Anschluss. Es gibt bestimmt noch weitere spannende Sachen unter Wasser. Da muss man tatsächlich aber ja schwimmend oder mal tauchend rein, um da mal den Untergrund abzusuchen. Das sind mal Eindrücke von diesem Gewölbe. Das sind halt, dass das ganze Gartengelände ist sozusagen, da ist der Bunker drunter. Ja, hinten nochmal so ein kleiner Notausgang. Der ist allerdings verschlossen. Der ist auch oben am Park übererdet. Und hier hinten sieht man noch die Türen zu den Klokabinen. Ja, der Hauptgang. Und hier stand schon mal deutlich mehr Wasser drin. Also ab hier wäre es dann, glaube ich, auch für so eine Warthose kritisch gewesen. Da hatten wir zumindest mit der Jahreszeit noch Glück gehabt. Ja, ganz um die Ecke. Kommt man leider auch nicht rein. Also zumindest nicht in Form von einer Besichtigung mit so einer größeren Personenanzahl, sozusagen in Badehose. Ich habe aber auch gedacht, wir gucken mal auf dem, was so im Umland geht. Um vielleicht mal so ein paar Ausflugsideen anzumerken. Vielleicht hat ja der eine oder andere noch Lust, mit dem Reisen ist jetzt ein bisschen schlecht, vielleicht mal so einen Ausflug ins nähere Umland zu machen. Massow ist oben bei Teupitz, also Süden von Berlin, so ein bisschen vom Spreewald, also Lübben, Lübbenau, die Autobahn runter. Bei der Gelegenheit kann man, wenn man ein bisschen weiterfährt, sich vielleicht auch mal den F60 angucken, also diesen großen Förderbagger, könnte man mit abgreifen. Und ja, als wir das erste Mal rein sind, da war der Eingang, der Haupteingang komplett übererdet und die einzige Möglichkeit gab es nur über diesen Notausstieg. Der war mit so Stahlträgern verschlossen, die hat man einfach über den Eingang rübergelegt, Sand drüber geschüttet. Und ja, wir haben diesen Einstieg gesucht mit einem Metalldetektor und haben ihn dann auch gefunden, konnten dann diese Stahlträger zur Seite legen und da zumindest durchkrabbeln. Das ist mittlerweile, glaube ich mal, kenne ich schon relativ viele Anlagen aus der NVA-Zeit, aus der DDR-Zeit. Das ist aber so die einzige Anlage, wo ich ja wie aus dem Raumschiff Enterprise dieses so ein Dispatcher-Pult gefunden habe. Hinten sieht man auch, hat es irgendwie mal gekokelt. Da muss irgendjemand mal vielleicht was verbrannt oder ein Lagerfeuer gemacht haben in dem Ding. Mit ein bisschen Mühe kann man noch die Beschriftungen erkennen. Die Anlage war zwischenzeitlich komplett zu. Ich war vor 2 Jahren noch mal da. Hier oben kann man hinten erahnen, das ist der normale Zugang. Der endet immer unter so einer großen Blechplatte, in so einer großen Abdeckung. Die wurde beiseite geschoben, dann kommt man in die Treppen reinlaufen und kam unten in den Schleusenbereich. Erfahrungsgemäß sind die Dinger immer alle zu, sodass man, wenn überhaupt, über den Notausgang hineinkommt.
Der Notausgang in Massow ist inzwischen komplett verschlossen. Ja, da wollte ich noch nicht hin. Der Eingang ist inzwischen komplett verschlossen. Und allerdings ist der Haupteingang, da hat man eine Fledermausluke eingebaut. Die ist offen und die ist mittlerweile auch so versandet, dass man die nicht mehr zukriegt. Und da kommt man bequem irgendwie durch und kann sich entspannt in der Anlage umgucken. Fledermäuse habe ich da keine gefunden. Wahrscheinlich ist das auch gerade da zu trocken. Aber wer mal so Lust auf so einen Besuch hat in die Richtung, könnte sich anbieten. Wir sind damals von tatsächlich dieser Autoausfahrt Massow, die heißt jetzt anders, rausgefahren und dann 2 Kilometer über so eine rumpelige Betonstraße Richtung Tabaksee gefahren. Diese Zufahrt ist heute nicht mehr möglich, sondern man muss tatsächlich von Teupitz anfahren und dann Richtung Tabaksee die letzten, weiß ich nicht, 300, 400 Meter bis zur Anlage hinlaufen. Da gibt es noch eine kleine Anlage daneben mit einem Dieselaggregat, auch da kann man rein. Ja, Karin Hall ist schon eine ganze Weile her. Das war so, glaube ich, die härteste Begehung, die ich, glaube ich, so mitgemacht habe. Karin Hall war ja, der Jagdsitz des Reichsmarschalls sozusagen. Und der hat sich da eine richtige Jagdhütte gebaut, hat auch mehrere Bunkeranlagen gehabt, hat einen Hochbunker gehabt, der an sich für sich und die Bediensteten eigentlich vorgesehen war. Allerdings wurden da zum Kriegsende irgendwelche Kunstschätze gelagert, tonnenweise Bilder. Der hatte eine große Spielzeugeisenbahn, die dort in Karin Hall rumfuhr. Letztendlich ist davon alles nichts mehr übrig geblieben. Er selbst hatte dann das Gelände, das Jagdhaus noch gesprengt, damit es da keinem anderen Moment in die Hände fällt. Wenn man da heute hingeht, da gibt es noch so von seiner verstorbenen Ehefrau, also Eddas Gruft, Eddas Schlösschen. Da muss man sich wirklich den Lageplan nehmen, muss den irgendwie mit dem GPS-Gerät, über eine GPS-Karte drüberlegen. Ansonsten ist das mittlerweile so von der Vegetation zugewuchert, dass man die Stellen eigentlich nicht mehr findet. Bis vor etlich 4, 5 Jahren, glaube ich, war das. Da gab es auch mal eingangs am Parkplatz einen Stein. Da stand Karin Hall drauf, falsch geschrieben mit K. Der Stein ist inzwischen auch weg. Und wir sind 2002 da mal rein. Achso, was es noch gibt. Das Haus ist ja abgerissen, aber der kleine Luftschutzbunker existiert noch. Sozusagen der private Luftschutzbunker. Und der private, da kommen wir gleich nochmal zu. Der große Luftschutzbunker, der wurde ja auch ebenfalls eingesprengt und man vermutete seinerzeit, da sind noch Bilder drin, da ist Eisenbahn, da ist irgendwas aus der Jagdschlosszeit, irgendwie findet man da noch was in den Sprengtrümmern und findige Bergleute, wie auch immer, haben dort versucht, sich unter diesen oder in dieses Fundament des Bunkers reinzugraben. Das ist jetzt so ein Einstieg davon. Man hat dann, die Forstverwaltung hat immer wieder versucht, diese Eingänge zu verschließen und hat dann so Feldsteine draufgelegt. Aber wir sind tatsächlich durch so ein Loch, kann man hier reinklettern. Also zumindest die etwas schlankeren können da gut reinklettern. Das ist schon ziemlich, ziemlich eng und dann landet man tatsächlich in so bergbaumäßig geschachtete, also hier ist man sozusagen unter dem Bunker und die haben hier schon Stützen, die Wände abgestützt, die Decke abgestützt und haben hier unten irgendwie in dem Kram drin rumgebuddelt, in der Hoffnung, irgendwas zu finden. Was wirklich eklig war, dass man von dem Einstieg nochmal ungefähr, ich glaube, das waren nur 20 Meter, in so einem Betonschacht lang robben musste mit Fototasche. Und der Betonschacht war so ungefähr, ich schätze mal, nicht mehr wie 50 Zentimeter hoch. Stockdunkel, also Fototasche schieben, lang krauchen, schieben, krauchen, das Ganze irgendwie im Staub. Und auch da war Benno mit und der Kollege hat mir nachher verraten, du, das hätte nicht lange gedauert, dann hätte der da echt eine Panikattacke gekriegt, weil es ist duster, es ist wirklich sehr eng und man hat das Gefühl, irgendwie ist der Ausgang ewig weit weg. Und gelohnt hat sich letztendlich nicht. Also gefunden haben wir da nichts.
bis auf das wir da mal im tiefsten Staub durch Karin Hall durchgekrabbelt sind und anschließend beim Rausklettern ordentlich die Erde in die Hose gerieselt ist. Das ist jetzt ein Blick in diesen privaten Bunker unter dem Jagdschloss, unter dem Jagdhaus, unter der Jagdhütte. Nee, Jagdhaus war es ja eher. Hier oben wäre der Eingang gewesen ins Haus rein, den hat man zugemacht. Da ist eine Betonröhre drin für Fledermäuse. Und das hier vorne, ja, das war ein abgemauertes Klo. Der Raum ist wirklich sehr klein. Das hat man vorhin, glaube ich, auf der Übersicht gesehen. Und nochmal gucken, nochmal kurz zurückmachen. Ja. Hier an der Seeseite hat man so einen Bunkereingang. Also wenn man da unten zum See runtergeht, der war beim letzten Besuch auch tatsächlich offen. Den hat man immer wieder versucht zuzuschütten. Dann haben irgendwelche Leute wieder gebuddelt und sind hier in den kleinen Raum rein. Also wenn man sich Karin Hall ansehen möchte und läuft da mit der Karte entsprechend rum, kann man ja die Gelegenheit mal nutzen, sich den privaten Bunker da anzugucken. Also ein super kleiner Raum. Ja, da weiß man, wo sich dann die Elite eventuell verkrochen hätte oder glaubt hätte verkriechen können. Ein bisschen weiter weg im Erzgebirge. Das Erzgebirge, also die Wismut AG, kann man ja als Staat im Staate bezeichnen. Früher, also dieser Begriff Wismut war ja früher Wismut SDAG, sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft. Am Anfang bei der Gründung der Wismut hatte die Rote Armee da komplett das Sagen. Das war komplett in russischer Hand, in sowjetischer Hand. Und irgendwann geleitete man dann so ein bisschen, gestattete man sozusagen die DDR da ein bisschen Einfluss zu nehmen. Die Arbeitsbedingungen waren entsprechend schlimm. Man argumentierte das immer mit Reparationsleistungen. Letztendlich schürfte man aber gnadenlos nach Uran, um ja dem Waffenfortschritt der Amerikaner hinterherzurennen, also um eine eigene Atombombe zu entwickeln. Und aus dem Grund schürften die da halt wie blöd Uran. Und die Arbeitsbedingungen nachher, die Vergünstigung für die Arbeiter, die waren schon gut. Man bezahlte das allerdings auch mit erheblichen gesundheitlichen Risiken, ne? Von Uranstaub einatmen, Schneeberger Krankheit, also letztendlich eine Krebserkrankung der Lunge durch unzureichende Schutzvorrichtungen. Dieser Abbau wurde zum Teil trocken gebohrt, ausgeführt, also normalerweise Arbeitsschutzvorschriften sagen, okay, das darfst du nur nass bohren, dann staubt es halt nicht. Ja, die Mittel waren da halt irgendwie unzureichend, dann bohrte man doch wieder streckenweise trocken, das staubte enorm. Und jedenfalls ist die Wismut AG mit dem Partner der Sowjetunion halt so wichtig in der DDR gewesen, dass man die auch besonders schützen wollte, musste. Das heißt, die wurde vom Ministerium für Staatssicherheit besonders beobachtet. Und ja, die hatten für vermeintliche Aufstände halt eine eigene Bunkeranlage, eine Ausweisführungsstelle. Und da sind wir mal hin. Das Besondere ist, die war halt mitten im Wald, wie immer. Zaun vor, Achtung, bissiger Hund mit großen Löchern, wo man schon macht, na, Hunde mag ich jetzt nicht so. Große Löcher war aber nicht so, wo ich denke, okay, wenn da ein großes Loch ist, da kann kein Hund mehr drin sein, also das riskieren wir. Sind da also mit Fotoausrüstung, Kopflampe, das ganze Geraffel in Richtung dieses vermeintlichen Bunkers gelaufen und wir sind gerade durch dieses Tor durch, ein paar Meter weiter, da kommt uns ein Riesentrecker entgegen, genau auf dem Weg. Dachte, okay, dann gehen wir zur Seite, dann fährt der vorbei. Nee, Pustekuchen, dann stoppt der genau neben uns. Fragte dann noch so, na, wo wollt ihr denn hin? Ich noch mal kurz überlegt, naja, Ornithologe und Foto und Vögel und suchen, bla bla bla. Und dann, ja, nee, Mist, das wird nicht. So blöd ist der auch nicht auf seinem Trecker. Habt ihr denn, hier so eine Bunkeranlage, bla, und da wollten wir mal gucken. Aber mal passt mal auf, dass der Einstieg relativ niedrig, nicht, dass er euch irgendwie den Kopf stoßt. Ja, schönen Tag noch, probelte der dann in das Anleis, ihr Rollsch seines Treckers wieder hinein und fuhr weiter. So, und dann, der Einstieg war relativ schnell zu finden und hier sieht man so diesen typischen Treppenabgang, der oben mit so einer Klappe verschlossen ist zum eigentlichen Schutzbauwerk. Da kann man auch noch rein, also da konnte man noch rein, als wir da waren. Ich glaube, da hat sich auch nichts geändert. Ja, nachdem man die Treppe runtergeht, kommt man da in den Schleusenbereich. Hier hat man auch die Notausgänge schon zugeschüttet. Hier rieselt auch schon dieser grobe Kies rein. Relativ saubere Anlage.
Sieht aus wie neu gestrichen. Bisschen geplündert, ja, wie alle Anlagen. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich muss man immer wissen, wo man gerade raus muss. Und deswegen muss da jeder seine Pfeile an den Türen markieren. Den anderen Pfeilen glaubt man wahrscheinlich nicht. Ja. Das nächste Ziel, wo man mal hinfahren könnte, ist in Richtung Wandlitz, die Waldsiedlung. Da gibt es mehrere Bunkeranlagen. Da gibt es einen Stabsbunker, der ist ein bisschen im Wald, da kann man reinklettern. Das gibt den Familienbunker. Da gab es auch mehrere Besuche. Das ist so ein typischer Schacht vom Notausgang. Da kann man mal die Schrauben, die Muttern abnehmen und den Deckel beiseite. Und dann guckt man in so eine Röhre, in den Notausgang. Da gab es am Anfang so ein bisschen die Sorge. Hier sieht man, hier ist so ein Baum reingestellt. Nach dem Motto, Hauptsache man kann da wieder rausklettern, aber eigentlich braucht man ihn gar nicht. Also jedenfalls, wir haben als erster reingeklettert, geguckt, ob man da wieder hochkommt. Und nachdem das irgendwie sichergestellt war, ist dann so die ganze Gruppe rein. Das ist aber blöd, wenn man da unten drin ist und steht dann unten und stellt fest, man kommt oben nicht mehr über den Rand rüber. Oder Jürgen? Und sind dann jedenfalls in diesen Notausgang rein. Ja, und dann kann man sich angucken, wie die Familienangehörigen der Führungselite in der Waldsiedlung sozusagen ihren Schutz verbracht hätten. Das ist auch so ein typischer Standard, so ein typisches Standardbauwerk. Einzelne Gänge, Lüftungstechnik, Einrichtung war keine drin, also außer Lüftungstechnik jetzt, aber nicht irgendwie, wo man erkennen könnte, da ist irgendwie eine Besonderheit drin. Ein Stück daneben, als Kurier- und Verteildienststelle ausgeschrieben, ein Hubschrauberlandeplatz, zeitgleich ja wahrscheinlich auch eine Evakuierungsstelle für die Waldsiedlung. Ja, das Postenhaus, innen ein großer Garagenbunker, auch da kann man, wie gesagt, noch rein. Konnte man noch rein, ein bisschen Lüftungstechnik. Ralf, möchtest du eine Zwischenfrage beantworten? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob du im Chat selber siehst. Der Achim Tierbach fragt, ist die Ausweichführungsstelle Wismut AG heute noch zugänglich? Er ist im Urlaub in der Gegend. Ah, im Prinzip ja. Also das ist ja immer mein letzter Kenntnisstand. Wo ich da war, war die nicht verschlossen. Das kann aber natürlich sein, bei so einem Anlagen geht das. Achso, muss ich ihm chatten? Er kann mich hören, ne? Ja, klar. Blöd. Bei so einem Anlagen weiß man natürlich nicht. Manchmal kommt man hin, dann ist das Ding zu. Und wenn man wieder 2 Tage später hinkommt, ist das Ding wieder offen. Die sah jetzt nicht so aus, als wenn sie zugemacht werden würde, aber eine Garantie kann ich natürlich nicht übernehmen. Das ist auch immer mein Risiko, wenn ich in so eine Anlage angucke. Reicht das als Auskunft? Ja. Der Achim hat noch eine Nachfrage. Hast du die Koordinaten für ihn? Ich würde das im Anschluss machen oder er müsste mir mal eine Mail schreiben. Kann ich gerne vermitteln. Kann ich machen. Also ich müsste sonst jetzt irgendwie fummeln, die Koordinaten raussuchen. Klar habe ich, aber dann kann ich ihm das, glaube ich, eher direkt schicken. Ja, ich bringe euch das zusammen. Sonst müsste ich jetzt, haben wir hier eine Weile Pause, dann müsste ich das erst raussuchen. Danke, Spitzel, weiter. Okay. Die 5020, wie gesagt, auch da steht Wasser drin und da kommt man über den Montage, ja, so Notausstiegsschacht gibt es da auch. Da ist jetzt so ein kleines Häuschen drüber gebaut und anfangs hatte ich, glaube ich, in der Anfangsgeschichte vorgelesen, dass zu Beginn meines Hobbys einfach Anlagen da waren. Und das muss ich auch hier bei der 5020 feststellen. Ich war das erste Mal da, da standen oben noch Hütten drauf. Da war ein Tower, da war ein Hubschrauberlandeplatz, also richtig noch Gebäude für die Infrastruktur. Beim Nachbesuch, ich glaube 10 Jahre später, dachte ich erst, die haben das Ding komplett abgerissen, kommst auf das Gelände, kein Tower mehr da. Jüngste Bepflanzung überall, kleine Bäumchen und irgendwann sieht man dann auch diese Häuser, wo die Bunker drunter sind, weg. Und oben drüber ist dann so ein kleines Häuschen mit einem Eingang, wo dann dran steht, Achtung, Fledermäuse, Tollwutgefahr. Und das ist tatsächlich der Notausgang. Also die Anlage unten mit den Garagentoren, die ist aus meiner Sicht noch begehbar, war zumindest damals noch begehbar und ist noch da. Aber so schnell verändert sich das, wollte ich damit sagen.
Ein bisschen weiter weg in Malchow gibt es einen schicken Campingplatz, der liegt genau an dem Munitions- und Sprengstoffwerk. Malchow hat man seinerzeit eine große Sprengstofffabrik errichtet, den ganzen Ort sozusagen. Und in der Mitte dieser Wohnsiedlung gibt es halt ein paar Luftschutzkeller. Die werden heute genutzt von den Anwohnern als normale Keller, weil die halt keine Keller haben. Und wenn man da verschiedenen Häuser mal durchläuft, einzelne Häuser haben tatsächlich einen Luftschutzkeller. Und dann erkennt man unten mal, ich glaube, einer hatte so ein Fußabtrittsgitter von so einem Mannesmann-Luftschutzgitter vorm Haus zu liegen. Als Insider fällt einem das irgendwie ins Auge, da guckt man schon mal näher hin. Ansonsten ist Malchow, das wurde von der Sowjetarmee gesprengt. Da geht jetzt die Autobahn durch, A10, glaube ich, ist das, die geht da durch. Die teilt sozusagen das ehemalige Gelände Sprengstoffwerks in zwei Hälften. Super Vegetation, macht Spaß, da spazieren zu gehen und sich immer mal so die Betonbrocken anzugucken und die Trümmer mal so. Ein paar Sachen stehen noch, ein paar Wege sind noch erkennbar. Absetzbecken ist noch da, also das lädt sozusagen eins zum Spazierengehen und zum Entdecken. Niederfino-Treppenschleuse, das ist auch ganz in der Nähe, leider allerdings zu. Da gibt es tatsächlich nur Bilder. Als ich da war, konnte man noch problemlos in diese Treppenschleusen rein. Das Gelände, da gab es ich glaube, da gab es nur noch Fragmente eines Zauns. Das war auch ziemlich gefährlich. Hier sieht man mal so einen Antrieb vom Schleusentor. Und das geht tatsächlich 11 Meter runter. Also man hat da richtig massive Absturzkanten. Ein Wunder, dass da bisher keinem was passiert ist. Mittlerweile, als ich das letzte Mal da war, hat das Wasser- und Schifffahrtsamt dort ein 1,80 Meter hohen Zaun massiv rumgezogen, schön blau lackiert. Man hat also nicht mehr die Chance, da überhaupt reinzukommen. Ursprünglich war mal die Idee, dass das Wasser- und Schifffahrtsamt da irgendwie Touren anbietet. Ich glaube aber, durch Corona haben die andere Probleme gehabt und auch durch das neue Schiffshebewerk Niederfino. Teile davon wurden übrigens, das waren 5 Treppenschleusen. Die untere wurde abgerissen für den Neubau des neuen Schiffshebewerks und die obere Schleusenkammer, das Ding hat man irgendwie übersandet, weil das da auch irgendwie angrenzend im Weg war. Also sind nur noch die oberen 3 Schleusen vorhanden. Die sehen jetzt ungefähr so aus, nur wie gesagt, mit einem Megazaun drum. Das gibt ein Modell dieser Treppenschleusen im Technikmuseum in Berlin. Das Ding ist leider nicht funktionsfähig. Ich hatte immer mal gehofft, das in Funktion sehen zu können, aber irgendwie ist die Reparatur, das Ding ist undicht, die Reparatur ist sehr aufwendig. Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt von Zivilschutzanlagen. Also meine lagen im Berliner Umfeld, 1300, 1400 Personen, 3400 Personen, das war immer so die Grenze, mit der ich gedealt habe, auch bei den Touren, die ich irgendwie gemacht habe. Ja, ich muss mal so einen Schnelldurchlauf machen, damit ich da wieder hinkomme. 3, 2, 1. Ich war in Schweden gewesen, in Stockholm. Und über ein paar untergründige Kontakte habe ich mal gefragt, ob man sich da mal was angucken kann und habe einen Tipp gekriegt. Guck dir mal das Parkhaus an der Schleuse an. Slusen heißt das Ding. Auf Schwedisch. Kommt jetzt gleich, glaube ich. Was ich so faszinierend fand, das ist eine normale Tiefgarage. Und diese Tiefgarage, am Anfang sah das so aus, wir sind da hingekommen, erstmal waren wir in einer falschen Tiefgarage. In Schweden brauchst du entweder ein Auto, um da reinzukommen. Und Auto hatten wir nicht, weil mit dem Auto reinstellen kriegst du so einen Parkschein und wo du dann an der Tür so einen Code eintippst, dann geht die Tür auf, wenn du ein Auto wieder abholen willst. Dann haben wir eine Weile gewartet, bis halt irgendjemand rauskam, so getan, als ob man den Parkschein sucht und sind dann einfach mit reingehuscht. Erste Parkhaus unten bis runter, überall, alles ist ja kameraüberwacht in Schweden. Kommt man sich ein bisschen komisch vor, also durchgeguckt und große Bohrungen in den Wänden. Ich sagte, also hier lässt sich überhaupt nichts verschließen. Also wir waren im falschen Parkhaus. Andere Parkhaus war ein Stück weiter drüben, ein paar hundert Meter weiter entfernt. Kleine unscheinbare Einfahrt, ich weiß nicht, ob die noch kommt. Genau, so eine kleine Einfahrt und oben ganz minimal, das wird man, glaube ich, sehen können, da oben ist so ein Schutzraumsymbol dran und hatte schon, hier oben sieht man auch so einen Kinderspielplatz drüber.
Ja, dachte schon so als, ach, Luftschutzbunker, Zivilschutzbunker, Kenner, jahrzehntelang, ah, alles klar, hier drunter unter dem Spielplatz ist halt dieser Schutzraum. Wir haben uns dann hier hinten dann durch diese Ausgangstür sozusagen eingeschmuggelt, als der Mann rauskam. Und dann steht dann erstmal in so einer Ebene, wo er macht, okay, wo fängt jetzt, wo ist denn jetzt der Luftschutz, die Mehrzweckanlage? Und das Ding geht tatsächlich über 3 Etagen runter. Das ist hier unten der Schutzraum, eine Etage, ungefähr 500 Meter in eine Richtung. Dann kommt man hinten zum nächsten Treppenhaus, nächste Etage runter, 500 Meter zurück, nochmal ins Treppenhaus. Also Treppenhaus nicht, alles befahrbar, ne? Das sind alles Fahrrampen. Das Ding ist bis unten in die unterste Ebene befahrbar. Ja, also insgesamt 1500 Meter rund Schutzraum, tief ja, im schwedischen Gestein drin. Und hier hat man halt so diese Verschlusstore, ein bisschen größer als die wir im U-Bahnhof kennen, wo man diese ganze Anlage abriegeln kann. Zielzeitraum, 48 Stunden wäre das Ding betriebsbereit. Also Türen zumachen, hier unten das Zeug raus, Druckprüfung, keine Ahnung, Autos raus. Ja, und ganz unten mal so ein Blick in diese Etage. Also man sieht schon, wie weit man da laufen kann. Und ganz unten tatsächlich so ein Schmuckstück. Hinten ist der Reifen platt. Steht noch so ein alter Reus und wartet wahrscheinlich auf seine Wiedererweckung. Auf jeden Fall steht er bombensicher. Schutzplatzanzahl 20.000 Personen. Wo ich schon dachte, holla. Und das ist nicht die einzige Tiefgarage. Also wenn man so mal in Stockholm rumgeht, in Schweden überhaupt, diese Schutzraumzeichen, die befinden, oh, niedriger Akkustand, die befinden sich sozusagen an jeder Ecke. Okay, das war jetzt nochmal ein Schnelldurchgang durch Schweden. Ich wäre jetzt tatsächlich mit dem ja, schnellen Bildervortrag durch. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ich hoffe, man hat so ein paar Anregungen mitnehmen können, vielleicht für ein paar Ausflugsziele. Ja. Wenn jetzt Fragen sind, würde ich mal warten auf Fragen. Alle noch da? Noch da? Jürgen, kann mal jemand was sagen? So komisch hier. Okay. Ich lese genau, gerade also im Chat, Ralf, schon mal die ersten Danksagungen. War sehr informativ. Und so wie ich unsere Leute kenne, überlegen Sie gerade, was man noch fragen kann. Ja, ich bin ja noch ein bisschen da. Also das ist immer schwierig. Das war jetzt auch ein relativer Schnelldurchgang. Also wenn da jetzt jemand sagt, Mensch, da ist ja aber so drüber gehopst, dann kann ich auch nochmal entsprechend zurückwurschteln, wenn noch Fragen zu einzelnen Anlagen da sind. Ich kann ja nochmal versuchen. Da habe ich allerdings nicht wirklich Bilder von. Ich werde nochmal ganz zurück. Dann kann ich nochmal die Anlagenübersicht aufmachen. Warte mal, Jürgen, ich werde dir mal helfen. So, jetzt ja. Bin ich freigeschalten. Ja, die Vereinsmitglieder, die hören ja zu. Und ich möchte mich auch recht herzlich mit einem virtuellen Händedruck bei Ralf bedanken, dass er den Vereinsmitgliedern den Mund so wässrig gemacht hat. Allerdings versuchen wir ja, also Sascha weiß das, 12 Monate, 12 Anlagen, also Begehungen zu organisieren. Und Ralf, du hast es auch schon gesagt, es ist eben etwas einfacher mit 2, 3 Leuten, wenn es dann 10 oder 15 werden oder manchmal haben wir 30 Vereinsmitglieder, die sich interessieren, dann muss natürlich immer eine besondere Logistik gemacht werden. Lieber Ralf, ich will auch noch mal Grußworte an den Benno richten. Und mit Benno verbinde ich eigentlich auch eine schöne Zeit. Und die Vereinsmitglieder sollten nämlich auch wissen, dass du Kletterseilübungen mit Vereinsmitgliedern gemacht hast, damals am Abenteuerspielplatz im Humboldthain. Und das ist mir unvergesslich geblieben, weil du hast dann auch den Kommentar gesagt, man sollte Klettern üben und sich nicht in der Seilwirtschaft erhängen. Ja,
Also wir haben da unheimlich viel gelacht und ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Abseilen ist einfach, aber seine 70, 80 Kilo wieder hochzuziehen, also das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Zu den Anlagen muss ich dir auch noch etwas sagen. Du müsstest mal wieder in die Dresdner Straße reingehen oder in die MZA Siemensdamm. Ralf, es ist nicht mehr wiederzuerkennen. Ja? Also vollgemüllt, Farbe, Partys veranstaltet, Graffiti an den Wänden. Und das ist halt eben der Nachteil, wenn die Anlagen bekannt werden. Also ich bin gerne bereit, eben Anlagen zu zeigen. Aber der Nachteil ist, es sind eben auch nicht so gute Leute drin. Und dann sehen die Anlagen entsprechend ganz schlimm aus. Ja. Eine Sache hast du übrigens auch sehr schön gemacht. Und ohne es zu wissen, Ralf, hast du dich als Seminarleiter für ein geplantes Bildungsseminar vorgestellt, weil vor circa 10 Jahren hatte ich auch mal die Idee, ein zweitägiges Seminar zu machen, wie man in solchen unterirdischen Anlagen fotografiert. Und ich will dir nur sagen, es geht auch etwas schwieriger. Ich kann mich noch an Zeiten mit Dietmar erinnern, wo wir Autobatterien nach unten geschleppt haben, maximal 20 Minuten und dann stand man im Zappenstern. Und insofern auch ein Dankeschön an Jan Bendorf. Ich weiß nicht, ob er zuhört. Das ist ja auch so ein Experte, der sich sozusagen ständig irgendwelche Taschenlampen kauft. Und ich kann die dann immer secondhand bei ihm erwerben. Also das stimmt schon, die Sachen werden immer leichter. Aber das Fotografieren ist wirklich nicht einfach. Also da geht es schon los mit Staub, dann Wasser, Reflexion, Feuchtigkeit. Du hast wunderbar angeschnitten. Also es ist wirklich, kann ich dir ehrlich sagen, eine Kunst, eben ein ganz besonderes Bild zu machen. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Ich will noch nicht Tschüss sagen. Sascha, ich sehe gerade im Chat genau. 26. Dann halte ich jetzt erstmal meinen Mund. Ja, bevor wir zur Verabschiedung kommen, da bist du gerne nochmal gefragt. Lese ich gerade nochmal schnell ein paar Fragen oder ein paar Kommentare vor. Der Volker mit F aus Saarbrücken, unser Volker schreibt, hallo Ralf, war ein toller Vortrag, Gruß Volker aus Saarbrücken. Und dann haben wir noch eine Frage. Wie hast du die rechtlichen Probleme des Zugangs stets gelöst? Eine brisante Frage, da bin ich mal gespannt auf die Antwort. Ja, also tatsächlich zur Buchrecherche, also bei den alten Fotos, die schon ewig alt sind, würde ich mal sagen, das ist verjährt. Da waren die Zutritte illegal, ganz klar. Was heißt illegal? Also was ich nie gemacht habe, ist irgendwelche Schlösser aufgefummelt, aufgebrochen. Also ich habe mir immer als Alibi, wenn ich halt irgendwo rein bin, ein großes Loch im Zaun gesucht und wenn ich dann wirklich mal erwischt wurde, völlig auf dumm gemacht und mit dem Fotoapparat ist mir bisher nie was passiert. Für die Sachen, die ich jetzt so BVG und so eine Sachen verwende, also damit das wirklich veröffentliche, da bleibt dann tatsächlich nur eine Fotogenehmigung, eine Zutrittsgenehmigung. Mit ein bisschen Begründen, ja gut, bei Buchrecherche ist das immer plausibel, da hat man einen ganz guten Zugang. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte nur Fotos machen, dann wird man eher Pech haben. Also war so meine Erfahrung. Weil eher nur Fotos machen, ohne dass ich was veröffentlichen möchte, würde ich eher Variante B mit dem Loch im Zaun, glaube ich, machen. Und natürlich hat Ralf niemals, wenn er erwischt wurde, die Insignien des Vereins getragen, sondern immer privat. Also, auf eigene Verantwortung. Ja, das meine ich auch ernst. Das ist also die goldene Regel, die bitte auch alle beherzigen, ne? Dass das nicht auf den Verein zurückfällt. Das ist dann persönliche Geschichte. Dann schreibt Viktoria noch, danke für den Vortrag. Bitte noch einmal alles in Langversion. Der war es also zu kurz. Die hätte dich gerne noch länger gehört. Volker Ernst schreibt, super Vortrag, vielen Dank. Christina, wurde alles gut erklärt, Dankeschön. Sie war selber in Karinhall, schreibt sie hier.
Aber man muss schon wissen, wo man dort etwas finden kann. Ja, das hast du auch erwähnt. Burkhard, sehr interessant. Vielen lieben Dank. Anne Mertens, danke für die vielen Anregungen, gerade für das Berliner Umland. Und Ralf nochmal mit den spannenden Momenten. Vielen Dank an dich. Ne? Das waren jetzt die Kommentare. Irgendwas war noch, ich lese gerade irgendwas, nicht Lippen lesen, aber ich glaube, bei allen anderen ist das akustisch angekommen, oder? Das Ich wird dann. denke, das bezog sich auf das geschlossene Mikro am Anfang, als Jürgen wieder Achso. einstieg. Ne? Okay. Aber Ich hatte schon, dachte, oh, war ja nicht, was bei mir irgendwas irgendwie nicht funktionierte. nö, also wäre mir jetzt nicht bekannt. Die Aufzeichnung findet ihr dann morgen höchstwahrscheinlich schon auf unserem TV-Unterwelten YouTube-Kanal, wo auch alle, die heute verpasst haben, nochmal eine Chance haben. Wir hatten heute fast 20 Zuschauerinnen gleichzeitig und werden dann auch bei dem YouTube-Kanal nochmal, naja, so erfahrungsgemäß 30 bis 60 weitere Zuschauer haben. Also meine Bitte ist aber an der Stelle nochmal, also ich gehe im Verein mit so einen Informationen, wo ist was, wo kommt man rein, deutlich offener um, als ich das im Buch erwähne, beziehungsweise Ja. das auf anderen Vorträgen mache. Da halte ich mich schon ziemlich zurück. Das ist dann immer sehr allgemein und gebe in der Regel ohne wirklich gute, vernünftige Begründung auch so eine Orte wie Wismut, Ausweichführungsstelle, nicht raus, ne? Da würde ich jetzt auch darum bitten, dass nicht irgendwie weiter zu verteilen. Das ist tatsächlich eine vereinsinterne Sache. Wir haben alle das gleiche Interesse. Ich glaube, wir haben alle so eine gewisse Achtung vor den Bauwerken und deswegen teile ich so eine Information auch in dem Rahmen. Ja, absolut. Also bevor wir da was hochladen, kriegst du die Aufzeichnung auch nochmal zu sehen. Und dann können wir auch noch ein paar Stellen rausschneiden. Aber ich glaube, du hast jetzt gar nicht irgendwas Konkretes erwähnt, Koordinaten auch nicht. Die gibt es auf Einzelanfrage, wenn Ralf das macht. Und die Vermittlung übernehme ich gern. So, ich denke, außer Danksagung sind wir mit dem Chat durch. Wenn du möchtest, Jürgen, bitte das Schlusswort. Ja, lieber Ralf, vielen, vielen Dank. Und du hast auch ganz unbewusst etwas zur Sicherheit gesagt. Niemals alleine gehen. Das ist ganz wichtig auch für Vereinsmitglieder. Ich glaube, Ralf muss ich das nicht erzählen. Es ist so schnell passiert, dass man umgeknickt ist, irgendwo eine Glasscherbe gefasst hat oder irgendein Problem dann hat und nicht weiter kann. Und deshalb ist es immer wichtig, zu zweit gehen, auch immer zwei Taschenlampen dabei haben sollte, weil man eben durchaus auch mal stürzen kann oder eine Taschenlampe kaputt ist. Also ich glaube nicht, dass ich euch da irgendwie belehren muss. Ralf, dein fiktiver Roman zu der MZA-Anlage Siemensdamm passt ausgezeichnet. Wir werden nächstes Jahr nämlich unseren Seminar Zivil- und Katastrophenschutz zweimal durchführen. Also du kannst dich schon als eingeladener Referent sehen. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich sehr plastisch geschildert. Ja, liebe Vereinsmitglieder, ich möchte mich für euer Interesse bedanken und auch Dankeschön, Sascha, an dich für die Moderation im Hintergrund. Das wäre ohne deine technischen Kenntnisse sonst nicht möglich. Ja, wir sind noch ein bisschen am Feilen in 4 Wochen. Wir wollen da einen speziellen Gast euch präsentieren. Ich möchte aber nicht zu viel verraten, weil wenn es nicht klappt, dann wären wir traurig. Also wie gesagt, schaut einfach rein. Wir werden mit Sicherheit wieder einen interessanten Vortragsabend im August dann bieten können. Vielen, vielen Dank, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Und Ralf, wenn wir uns sehen, du wirst auf jeden Fall noch ein kleines Vortragsgeschenk von uns erhalten. Das ist mir immer ganz Okay. wichtig. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, Tschüss. vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend, ja, alle. Ja, Tschüss. Tschüss, vielen Dank zusammen.